Kräfte nähern sich. Laut Aufzeichnungen. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Medizin studiert. Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen hast, während du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt hast. Einen Knochen zu richten ist nicht schön. Wenn dir was an deinem Kumpel liegt, nimm die Knarre aus meinem Gesicht. Willst du mir drohen, Bitch? Ich sage nur, wie es ist. Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Candle, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Machen Sie weiter so. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Candle und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung.
Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Wir müssen weiter suchen. Besser mal nachsehen. Seit wann bist du mein verdammter Boss? Sieh doch selber! Du hältst nicht durch! Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten. Weitere Feinde entdecken. Weitere Feinde entdeckt. Ich glaube, er ist tot. Das alles.
weitere Feinde entdeckt. Komm raus und kämpfe! Hinter uns! Die Schlacht dort ab! Wurz und Teufel, halt uns nicht zurück! Hallo, Jungs! Und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe's. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Sie betreten einen sicheren Bereich. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Der Weg zu Kobe's führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Überlebt man. Ich riech die auf einer Meile entfernt. Das sollte leicht werden. Komm raus und kämpfe! Was dauert das so lange?
Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Haltet euch nicht zurück! Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet! Ihr Zug, Agent. Bewegung, Leute. Den gleichen Weg zurück. Sie kriegt Begleitschutz hier raus. Wir müssen nur Ruhe bewahren. Weitere Feinde im Anmarsch. Verliert keine Zeit!
weitere Feinde im Anmarsch. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann.
habt ihr Glück da draußen. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Was darf ich Ihnen zeigen? Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst, und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Kein Problem. Dann bis bald.
Schützen Sie Ihren Hintern da draußen, hä? Hey, das ich sollten weiß, Sie sehen. Ich weiß, was meine Ware Ihnen zusagt. Womit kann ich Sie glücklich machen? Laufen Sie doch nicht weg! Phase 1 erfolgreich. Steter Strom. Tanks halten Stand. Verstanden. Gut zu hören. Habt ihr die Zahlen für Phase 2 der Säuberung? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zentrale an Division-Agenten. Die JTF wird bei der ODEA in der 29. West beschossen. Brauchen Unterstützung.
Ohne sie wären wir jetzt tot. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Tangos im Anmarsch! Scheiße, komm schon! Warnung, Feindkräfte nähern sich. Tangos im Anmarsch! Es ist gut zu wissen, dass Sie da sind. Sie hier waren, als der Scheiß losging. Macht euch bereit! Oh, gewartet! Kommt und kämpft! Wir müssen in der Nähe sein. Was habt ihr zu tun? Es geht los! Schießt sie ab! Alles Glück der Welt da draußen. Meine Kräfte am russischen Konsulat zusammenzuziehen. Ich bin so dankbar. Vor 20 Minuten. Warum die Verspätung? Tut mir leid. Ich hatte Probleme und musste einen Umweg machen. Und was hast du mitgebracht? Ich hab nichts. Es waren zu viele, Mann. Ich musste abhauen. Nichts? Hältst du das hier für einen Wohltätigkeitsbazar? Glaubst du, wir riskieren unseren Arsch, damit du Schutz und kostenlose Mahlzeiten kriegst? Nein. Tut mir leid. Also reiß dich zusammen, sonst wirst du bald feststellen, wie es ist, von draußen reinzuschauen. Wir haben keinen Platz für Totenballast. Das ist die letzte Warnung. Ich warte nur auf den richtigen Augenblick. An alle Einheiten bei Penn Plaza. Mehrere zivile Geiseln bei Rose in der 26. West. Seien Sie vorsichtig. Ich mach's nicht leicht!
Sie haben das Blatt gewendet, Agent. Danke. Mann, das war echt super. Wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Gemeinsam schaffen wir das. Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich. Denk dran, du bist was Besonderes. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert wären, würden das nicht überleben. Ich übermittle die Koordinaten. Nein. Nein, nein, nein. Weg von mir! Eintreffende Gegner. Du, keine Chance. Du hältst nicht durch. Warnung! Eintreffende Gegner! Warnung! Ware wird beschossen! Tut mir leid für dich! Was war das? Warnung, eintreffende Gegner. Schossen.
Oh Mann, ich glaube, er ist tot. Mal sehen, wie dir das schmeckt. Warnung, eintreffende Gegner. Nicht. Oh, hallo Agent. Ein paar Jungs wollten mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Aber da habe ich nicht mitgemacht. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Aber auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit. Zentrale an Patrouille. Wir haben eine Stellung im Lager auf der 33. West entdeckt. Sie brauchen Hilfe. Warum gehst du nicht nachsehen? Die kommen mit dem Scheiß da. Red mal, wer da kommt. Du wirst sterben. Mann, gefallen! Jo, Achtung! Oh, Scheiße!
Granate! Vielen Dank, Division. Wir schulden Ihnen was. Schussbahn ist frei! Oh, shit! Mein Engel! Verdammt! Und die Tränen!
An alle JTF-Einheiten bei Penn Plaza. Wir brauchen ein Bergungsteam bei Kermans in der 34. West. Zivile Geiseln vor Ort. Schieß lieber nicht auf mich! Ihr rottet euch zusammen. Ihr rottet euch zusammen. Dass sie die Zivilisten rausgeholt haben. Es gab genug Tote. Ich bin... Sie sind ein echter Segen. Thank you.
Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ich wünschte, ich könnte selbst raus. Wir sind gerade erst angekommen und sollen schon wieder weg? Wer zum Teufel hat hier das Sagen? Was ist dann das Problem? Wir brauchen Blutgewebeproben von infizierten und postinfektiösen Patienten. Leicht wird das nicht, aber... Ich gebe mir Mühe. Klasse, eine Apotheke. Jetzt können wir unsere Arzneimittel sicher lagern und überwachen. Viel Glück, okay.